So, jetzt stehen wir hier vor einem schicken Le Feuerscheur mit Haube vorne und auf Daimler-Basis knappe 8 Meter, 3 Meter hoch oder 290. Den haben wir uns genau angeschaut. Und ob der was für uns sein könnte, das zeigen wir euch in einem separaten Video. Genau so ist es. So, hier haben wir den Pilot G781FGJ und obwohl wir jetzt hier kompetente Beratung und Unterstützung haben, stellen wir das Fahrzeug nicht vor, weil wir haben das Fahrzeug schon ausführlich vorgestellt am Caravan-Salon und verlinken das Ganze natürlich hier rein und da könnt ihr auch alles sehen. Was offen gewesen ist jedoch, das war, wie ist die Wand aufgebaut, das konnte man nicht hundertprozentig klären, weil niemand zur Hand war und hier haben wir jetzt ein Beispiel, wie der Wandaufbau ist. Und zwar haben wir außen GFK. Ja, außen ist GFK. Ja. Der Material ist in 35 mm Styrodur. Also das ist kein Styropor, in dem sie bei Styropor auch Wasser aufnimmt, hast du gesagt? Feuchtigkeit aufnehmen kann. Ja, und dieses Material nimmt eben hier keine Feuchtigkeit auf. Und innen haben wir das, was wir auch damals vermutet haben, nämlich eine Holzfasermischung, die dann eben die Innenwand ausbildet. Das wollten wir jetzt noch nachtragen zu dem Video. Wenn ihr das Fahrzeug ausführlich besichtigen wollt, dann schaut euch das Video dazu an. Der Wandaufbau ist jetzt hiermit nachgeliefert. Vielen Dank für die Recherche. Gerne. Klaus, ja. Und ja, bis irgendwann mal wieder. Schaut euch um auf der Messe hier bei Schwarzwaldmobil. Ja, haben wir auch schon mal was vorgestellt. Ja, und, letztes Jahr auf der Caravan Live. Da genau. Und da könnt ihr euch dann das Fahrzeug dann im Original anschauen. Das ist auf Lager. Ja, genau. So. Also man muss sich aber auch den Preis vorstellen. Das ist jetzt hier inklusive 205 Liter Frischwassertank. Das ist inklusive alte mit Wärmetauscher. Ja? Der ist also hier schon eingebaut und auch eine kleinere Solaranlage ist da schon dabei. Also dafür ist 110.000 Euro schon ein guter Preis, das muss man definitiv sagen. So, natürlich müssen wir auch was zeigen von der Firma Revectro. Da ist der Bernd Renz, den ihr mittlerweile ja auch kennt. Und wir haben eine Kooperation mit Revectro. Wir sind auch befreundet und deswegen findet ihr uns ja auch jeden Tag hier am Stand. Und der Bernd hat mir was gezeigt, was er neu entwickelt hat und was sicherlich für viele von euch auch interessant ist, nämlich ein Gasauszug. Aber das erklärst du am besten mal du selber, oder? Ja, wir kennen ja die Situation, dass man Wohnmobil-Gasauszug bräuchte oder Gasflaschen drin hat. Und jetzt gibt es einige, die haben keinen Gasauszug aufgrund von den Platzverhältnissen. Und da gibt es so eine Möglichkeit, dass man da was macht. Wir haben jetzt uns mal das vorgenommen, 32 cm breit, 63 cm hoch. Das sind die Normklappen dafür. Soweit ich weiß, ist es nicht unbedingt ein Gasauszug auf dem Markt. Und wir haben jetzt einen entwickelt, wo genau eine Gasflasche auch in diese kleine Dimension reinpasst. Ihr seht hier oben relativ eng. Aber wenn es vielleicht eine andere Kappe ist, kann man die Kappe runter machen. Und dann hat man quasi trotzdem die Möglichkeit. Und hier haben wir 32 cm Breite und haben eine Höhe von 63 cm. Und da gibt es jetzt diesen neuen Gasauszug von uns, wo man zwei Flaschen hintereinander hinstellen kann. Ja. Das sind also die 11 Kilo Flaschen, die man hintereinander hinstellt. Und dann kann man das wieder ins Wohnmobil reinschieben. Und man erspart sich das Reinwuchten von diesen ca. 22 Kilo pro Gasflasche. Ist viel einfacher und bequemer dann die Geschenke. Also wir haben 2017 bei unserem Kustl einen Gasauszug von Hümer einbauen lassen. Der hat uns damals 700 Euro gekostet. Was kostet dein Gasauszug? Also wir werden in dem Gasauszug in dem Bereich unter 400 Euro liegen. Super.
Also einfach vorbeischauen bei Remektro. Aber da gibt es noch eine Neuigkeit, die wir euch natürlich auch zeigen wollen. An den Mikrocamper, also für kleine Wohnmobile oder auch PKWs, kann man das dann individuell einbauen. Dann zeige ich es am besten gleich einmal. Also für diejenigen, die jetzt ganz kurz mit einem normalen PKW, ich nenne mal einen Kombi oder ich nenne mal auch mal einen Caddy oder sonst was, übers Wochenende kurz weg möchten, haben wir also einen kleinen Mikrocamper, wie es der Helmut schon gesagt hat. Drei Auszüge, wir nennen das die HKN. Das ist das Heißelement, das heißt also, wenn wir hier ausziehen, haben wir hier einen Grill drin, haben noch die Möglichkeit, andere Stausituationen abzubilden. Das wäre dann dieses Heißelement. Kann man natürlich auch den Kadak gegen etwas anderes austauschen, gehen dann einen Schritt weiter und wären jetzt hier am Kühlelement drin, im sogenannten K-Element drin, wo man dann eine kleine Kühltruhe drin hat, eine Kühlbox drin hat, wo man auch dann quasi übers Wochenende ein paar Dinge gleich mitnehmen kann, um zu kühlen. Das letzte Element, das ist das N-Element, das sogenannte Nasselement. Das einfachste wäre nur zwei Behälter, zwei Kanister. Es gibt aber auch die Möglichkeit mit einem kleinen Waschbecken drin, mit einer Tauchpumpe und mit einem Tank. Das Ganze wiegt ungefähr 38 Kilo. Das heißt, zwei Leute sind in der Lage, das in das Wohnmobil oder in das Auto hinten reinzusetzen. Wird verzurrt mit den üblichen Verzurrsystemen, die das Auto an Bord hat. Und die Möglichkeit ist noch zusätzlich ein Bett oben, ein Klappbett, das ich dann über die Rücksitze hinweg machen kann, sodass ich übers Wochenende zu zweit, egal was auch immer, in der freien Natur verbringen kann. Wie teuer kommt das Ganze ungefähr? Da habe ich jetzt leider noch keinen Preis, aber da liegen wir wahrscheinlich in dem Bereich zwischen 1400 und 1800 Euro, voll ausgerüstet. Also, Remektro, Mühlager, könnt ihr gerne, Kontaktdaten sind unten verlinkt. Wunderbar, wir freuen uns auf euch. So, es gibt Bewährtes hier und es gibt Neues hier. Bewährt ist bei der Firma Remektro der Walter, ja, der hier als zur Beratung zur Verfügung steht. Und neu bei Remektro sind die Anhänger, die sie ausbauen. Und da haben wir zwei Beispiele hier stehen auf der Messe und das erklärt jetzt der Walter. Genau, seit zwei Wochen bauen wir auch Anhänger aus in verschiedene Kategorien, immer das, was der Kunde wünscht. Und zwar haben wir zur rechten Seite den Anhänger, Beispiel mit einem Roller oder kann man ein Motorrad reinstellen. Dann haben wir zur linken Seite eine Werkbank, dahinter haben wir eine kleine Kochzelle, rechts ein Spülbecken. Dann haben wir zwei Solarmodule auf dem Dach mit je 220 Watt. Und eine Batterie mit 210 Ampere. Somit sind wir komplett autark. Des Weiteren haben wir auf der Deichsel vorne einen Gaskasten, damit wir auch mit Gas versorgt sind, um da drin zu kochen. Des Weiteren kann man das Bett runterklappen und zur Not da drin auch noch schlafen. Der ganze Hänger ist belastbar mit 940 Kilo. Somit hat man Kapazität, um den optimal auszubauen. Des Weiteren haben wir hier zur linken Seite der etwas kleinere Anhänger mit 2,50 Meter und 700 Kilo Zuladung. Und da haben wir jetzt mal verschiedene Auszüge reingebaut. Einmal der Auszug in Blechvariante. Das hat den Vorteil, ich kann hier längere Sachen transportieren, kann aber jederzeit auch die Kisten da wieder reinstellen. Oder aber der Auszug mit nur die Auerkisten. Oder ein Auszug mit dem Tisch, wo ich dann jederzeit auch hinsitzen kann. So eine kleine Mahlzeit zu sich nehmen. Des Weiteren haben wir hier noch einen Auszug mit der Kühlbox. Dann befindet sich im Hänger hinter links noch ein Trocken-WC oder gar zur Not eine kleine Waschmaschine. Aber ihr baut jeden Hänger aus, nicht nur diese beiden Variationen? Wir bauen jeden Hänger für jeden Kunde so aus, wie er das haben möchte. Also im Klartext, auch wenn ihr einen eigenen Hänger habt, dann bringt ihn bei Remektro vorbei. Genau. Oder eine Heckgarage, da hat es ja eigentlich angefangen bei Remektro. Heckgarage, Reisemobil und jetzt zusätzlich halt noch die Anhänger.
Vielen Dank, Walter, für die Erklärung. Bitte, gern geschehen. Wir verlinken die Kontaktdaten zur Firma Remektro und da könnt ihr euch dann kundig machen und auch Preise etc. einfordern. Genau. Preise gibt es immer noch, wenn das Maß, wenn das Konzept steht, dann gibt es den fertigen Preis. Ganz klar. Gut. So. Dankeschön. Jetzt haben wir es.